Sechs Wege, seinen Stoffwechsel zu erhöhen. Der Stoffwechsel heißt so, da sich die Zustandsform von Energielieferanten, das heißt Kohlenhydraten und Fetten, die wir essen, und Sauerstoff, den wir atmen, zu ATP und Wasser umwandeln, das heißt ändern. Und ATP ist der universelle Energieträger bei uns im Körper. Das heißt, wenn wir modulieren, wie gut wir Zucker oder Fett verstoffwechseln können, da diese unsere Energielieferanten im Körper sind, nicht Aminosäuren aus Proteinen, da diese ein Baustein sind und der überschüssige Stickstoff sonst aufwendig entgiftet werden muss bei der Verdauung von Proteinen. Dies hat einen direkten Einfluss auf unseren Stoffwechsel, wenn wir quasi beeinflussen können, wie gut wir Kohlenhydrate und Fette verarbeiten können zu ATP. Zweitens, wie gut unser Körper mit Sauerstoff umgehen kann, beziehungsweise sich damit versorgen kann. Was bedeutet das konkret, klären wir ihn jetzt genau. Und danach gebe ich dir 6 einfache Tipps zu einfachen Umsetzungen genau in diesem Video. Doch zunächst Vorteile eines hohen Stoffwechsels. Sind sehr signifikant spürbar, ja? Die Lipolyse, das heißt Lipo für Fett und Lyse für die Spaltung, das heißt die Fettspaltung, wird öfter in Anspruch genommen von jenem Körper, der eine hohe Stoffwechselrate aufweist. Und das wollen wir doch. Gerade in Essenspausen, zum Beispiel beim Schlafen, ist ja die größte Essenspause, bemerkt man es am meisten. Beispiel: Die Menschen verlieren nachts so viel Masse, ja, dass sie morgens auch noch vor dem Toilettengang deutlich weniger wiegen als vor dem Schlafengehen. Das kennen wir vielleicht. Weiterer Vorteil ist der Appetit, der im Rahmen gehalten wird bei einer hohen Stoffwechselrate. Da die Hormone Leptin, das Sättigungshormon, und das appetitanregende Hormon Ghrelin ausgeglichener sind. Das hängt damit zusammen, dass die Sensitivität der Rezeptoren geschärft wird bzw. entschärft wird beim Leptin. Beispiele: Insulin, das Hormon, welches hilft, Zucker in die Zelle zu bekommen. Treibst du Sport, steigt die Sensitivität der Rezeptoren zu Insulin, welches veranlasst, den Blutzucker zu senken und den Zellzucker zu erhöhen, da es aus dem Blut in die Zellen gezogen wird, wo es verbrannt wird. Das ist auch logisch, da die Zelle jetzt darauf angewiesen ist, jetzt genügend Zucker zu haben für die nächste Trainingseinheit. Und so moduliert man eben dementsprechend auch weitere Hormone bei uns im Körper. Und das hat Vorteile auf den Stoffwechsel und für die Gewichtsreduktion. Drittens, du übersäuerst nicht so schnell und fühlst dich nicht so schnell kraftlos. Und dein Krebsrisiko sinkt. Wieso das alles? Das erkläre ich dir jetzt. Ein niedriger Körperfettanteil ist wichtig, um den Östrogenspiegel zu senken, der oft zu hoch ist, selbst bei Männern. Dass es zu Kraftlosigkeit, Infektanfälligkeit sowie Libidoverlust kommt. Bei Frauen ist es ein hoher Östrogenspiegel mit erhöhtem Brustrisiko assoziiert. Da zeige ich euch Meta-Analysen aus randomisierten Studien, dass Aromatase, ein Enzym, ja, Inhibitoren das Krebsrisiko senken. Aromatase sind Enzyme, die Testosteron in Östrogen umwandeln. Daher ist Krysin in liposomaler Form der mir bekannte beste Aromatase-Hemmer übrigens, ja, pflanzenbasiert. Weiter strahlst du mehr Körperwärme aus, denn der Stoffwechsel ist eine Art Verbrennungsprozess, wo mit Hilfe von Sauerstoff andere Stoffe entstehen und dabei Energie frei wird. Ähnlich wie bei einem Feuer. Ein kalter Körper hat meistens auch eine Unterfunktion der Schilddrüse oder einen sehr tiefen, untrainierten Stoffwechsel. Daher Tipp Nummer 1. Ein Mangel an Alpha-Liponsäure sollte streng vermieden werden. Bei einem Mangel kommt es zum Zuckerstau in der Zelle, ohne dass der universelle Energieträger ATP daraus gewonnen werden kann und zu Übersäuerung. Dies kann ich anhand von einer Goldstandardstudie mit Frauen beweisen. Die Alpha-Liponsäure in 300 Milligramm pro Tag für 12 Wochen genommen haben. Wie wir sehen können, ist nur in der Alpha-Liponsäure-Gruppe, nicht in der Placebo-Gruppe, eine statistisch signifikante Senkung des Laktats zu verbuchen. Laktat ist das Hauptnahrungsmittel von Krebszellen.
Viele werden jetzt sagen, Moment, nein, es ist doch der Zucker. Um es kurz zu sagen, die Krebszelle produziert aus Zucker Laktat, das Anion der Milchsäure. Da sie den Normalstoffwechsel wie unsere gesunde Zelle nicht mehr beherrscht, daher sprechen wir auch von entarteten Zellen beim Krebs. Bei uns ist das ATP, ja, bei der Krebszelle ist es das Laktat. Daher ist es extrem fatal, wenn wir hohe Laktatwerte generieren durch einen nicht funktionierenden Stoffwechsel, da diese Krebszellen nährt. Doch wieso zeigt die Alpha-Liponsäure dies in der Studie und wieso ist sie so wichtig für den Stoffwechsel? Und das nicht zu kompliziert zu machen, hier seht ihr die Verstoffwechslung von Zucker, also Kohlenhydraten. Ja? Zunächst wird der Zucker in der Zelle, in der Glykolyse, kennen wir noch aus der Schule, zu Pyruvat umgesetzt. Das passiert jedes Mal, wenn du Zucker oder Kohlenhydrate zu dir führst. Der Körper macht aus Kohlenhydraten immer Zucker. Ja? Und das muss jetzt in die Kraftwerke unserer Zelle, das heißt die Mitochondrien. Dafür braucht es aber ein Enzym namens Pyruvatdehydrogenase. Ja, damit der Zucker, das Produkt aus dem Zucker, in die Kraftwerke eingeschleust werden kann, damit er da verbrannt werden kann. Dieses Enzym arbeitet aber nicht ohne Alpha-Liponsäure. Passiert dies nicht, wird der Zucker nicht veratmet in den Kraftwerken, sondern vergärt, wie der Krebs es macht, zu Laktat. Und es kommt zu 16 mal weniger Energiebereitstellung, da nur 2 ATP statt 32 ATP entstehen. Das heißt, dein Stoffwechsel läuft jetzt 16 mal langsamer als sonst bei einem Alpha-Liponsäuremangel. Der Stoff Nummer 2 ist Vitamin B1. Wie oben schon gesagt, braucht das gleiche Enzym, die Pyruvatdehydrogenase, nicht nur Alpha-Liponsäure, sondern auch Vitamin B1. Sind wir schon bei Punkt Nummer 3. High-Intensity-Intervalltraining. Dies bedeutet, den Puls in sehr kurzer Zeit sehr hoch zu treiben. Beispiel 30 Sekunden Vollgas rennen, 2 Minuten laufen. Und immer so weiter. Dort sind Intervalle, die sehr viel Stoffwechselleistung in kurzer Zeit benötigen. Der Körper ist nicht in der Lage, diese benötigte Menge in so kurzer Zeit bereitzustellen. Daher kommt es zu einem Stau in den Verarbeitungsschritten, zum Beispiel in der Produktion von Alpha-Liponsäure, von Coenzym Q10, von NADH und so weiter. Diese werden nach und nach abgearbeitet, sodass der Stoffwechsel, ja, wie ihr hier seht in der Studie, bis zu 38 Stunden nach der Einheit immer noch statistisch signifikant, seht ihr am Sternchen, erhöht ist. Dieser wird gemessen, das seht ihr hier auch in der Abbildung, in VO2 Milliliter pro Kilogramm. Was bedeutet das? Fragezeichen, ja. Wie wir oben gelernt haben, können unsere gesunden Zellen mit Hilfe von Sauerstoff und Zucker ATP, den universellen Energieträger, herstellen. Wenn unsere Zellen viel Sauerstoff verbrauchen, lässt das darauf schließen, dass sie viel Sauerstoff verbrauchen, um ATP herzustellen. Ja? Und daher auf unseren Stoffwechsel. Ja, richtig. Du atmest nur, damit deine Zellen ATP herstellen. Kommen wir zum Punkt Nummer 4. Magnesium. Dieses ist sehr oft defizitär beim Menschen. Da wir viel mehr Stress haben als früher oder uns machen. Ja? Und Muskeln und Nerven sind besonders darauf angewiesen. Symptome sind vor allem Krämpfe, Zucken der Muskeln oder auch am Auge kennen wir das, ja, sowie Herzstolpern oder Verstopfungen halt auch, ja. Insulin und Magnesium haben eine enge Beziehung. Denn Insulin, haben wir vorhin geklärt, das Enzym, welches Zucker aus dem Blut in die Zelle befördert, ja. Und damit versorgt es auch unseren Körper quasi, ja. So, besonders 99% aller Blutzellen, die Erythrozyten, die quasi primär Zucker haben wollen als Brennstoff und damit einen Beitrag zu unserem Stoffwechsel leisten, und zwar einen sehr großen, ja, 99% aller Blutzellen, ja, gibt es Resistenzen von Insulin, sodass es nicht mehr so gut wirken kann, ja, zum Beispiel durch eine Fehlernährung, ja, sodass die Rezeptoren sich an viel an Insulin gewöhnen, weil sie ständig ausgeschüttet werden durch Softdrinks oder sowas halt. Sinkt der Metabolismus.
der Zelle, ja, der diese quasi noch nichts mehr zum Verbrennen hat einfach, weil durch das Insulin die Resistenz nicht mehr so viel Zucker in ihr ankommt und sie macht dann quasi Pause, ja, und geht in den Schlafmodus. Das ist der schlafende Stoffwechsel. Ein Mangel an Magnesium führt genau zu dieser Resistenz. Da die Rezeptoren, Enzyme, ja, zum Beispiel die Tyrosinkinase, Magnesium brauchen. Das sieht man auch in dieser Studie hier zum Beispiel. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Magnesiummangel im Serum und in mononuklearen Zellen, ja, bei fettleibigen Menschen mit metabolischem Syndrom häufig vorkommt und bei nicht weißen Menschen mit Insulinresistenz noch deutlicher ist. Ein Mangel an Magnesium kann zu einer Insulinresistenz beitragen. Ich nehme immer 4 Kapseln Magnesiumcitrat vor dem Schlafen, ja, da ist mich zum Beispiel auch beruhigt, vor allen Dingen auch mein Herz beruhigt, ja, und meine Muskeln auch entspannt, ja, und vor allen Dingen auch gegen Nierensteine vorbeugt, ja, da ist das Calciumoxalat, ja, auflöst, woraus dann dementsprechend die Steine bestehen, ja, indem es löslich gemacht wird in die Zitratform dementsprechend, ja. In einer doppelblinden placebo-kontrollierten Studie kam es zu folgenden Ergebnissen. Die Placebo-Gruppe 63,6%, ja, Nierensteine erlitten. In der Magnesium-Citrat-Gruppe nur 12,9% manifestierten dementsprechend Nierensteine. Damit verhinderte das Magnesium-Citrat statistisch signifikant die häufigste Nierenerkrankung der Welt, Nierensteine, ja, die häufig auch die Ursache von hohem Blutdruck ist übrigens, das wissen viele nicht, ja. Verlinke ich euch gerne mal meins unten, das sind Kapseln, sind auch super günstig, ja. Das ist auch wasserlöslich, wenn man davon mal eine Kapsel zu viel genommen hat, dann stirbt man auch nicht direkt, ja. Wer es versuchen möchte, genügend über die Nahrung aufzunehmen, was meines Erachtens sehr, sehr schwer ist, sollte auf viele grüne Lebensmittel setzen, denn das Chlorophyll, der grüne Farbstoff, hat als Zentralatom Magnesium. Jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 5, und zwar Kurkumin, ja, der Hauptwirkstoff aus dem Kurkuma, sekundärer Pflanzenstoff ist das auch, ja, gerade fettlösliche Art und Weise, ja, haben die Fähigkeit, humane Zellen in ihrem Verhalten zu beeinflussen. Kurkumin macht dies mit sogenannten Glutrezeptoren. Das sind Rezeptoren, die zur Aufnahme von Glucose, also Gluttransporter, aus dem Blut wichtig sind. Funktionieren diese besser, sinkt der Blutzucker und das Insulin, da davon nicht mehr so viel benötigt wird. Dies wurde in der internationalen Zeitschrift der Endokrinologie und Stoffwechsel veröffentlicht. Dazu gibt es noch viele weitere Goldstandardstudien, die genau diesen Sachverhalt bestätigt haben. Dazu hier eine Studie mit knapp 70 Probanden und 1500 Milligramm Kurkumin am Tag über 12 Wochen. Wie wir sehen können, sank der gefastete Blutzucker und der Langzeitblutzuckerwert statistisch signifikant im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Anzumerken ist, dass Kurkumin schon in sehr geringen Konzentrationen gute Ergebnisse liefert, die Bioverfügbarkeit aber sehr reduziert ist. In liposomaler Darreichungsform wirkt Kurkumin dann dementsprechend 40 Mal besser. Ja, die Studie seht ihr ebenfalls auch hier. Verlinke ich euch auch sehr gerne mal unten, die liposomale Darreichungsform, wer da umsteigen möchte. Das war's mit dem Video. Alles, was ich persönlich empfehle und nehme, ist auch unten verlinkt. Unterstützen könnt ihr mich auch für meine kostenlose Arbeit auf purazell.de. Ja. Die richtige Anlaufstelle, wenn du wissenschaftlich konzipierte, made in Germany, unabhängig laborgeprüfte Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel oder auch Pflegeprodukte darauf Wert legst. Ja. Danke für deinen Support. Bis gleich auf purazell.de und bis zum nächsten Video. Ich sag ciao.